Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Danganronpa 2 Goodbye Despair und wir sind immer noch dabei mit allen zu sprechen. Fuyuhikos Wiedergeburt im Fluss Styx bedeutet, dass er umso stärker geworden ist. Das hat mir der schwarze Wind zugeflüstert. Welcher Wind? Wir sind im Krankenhaus. Fall, my tears. Lasst uns an den Ort zurückkehren, wo es nicht um alles geht. Das ist der Wille meines dunklen Herzens. Er hört mir noch nicht mal zu, aber das kann warten. F1. System. Laden. Yes. Fortfahren. Ja. Er schaut aus dem Fenster und will nicht mehr mit uns sprechen. Es wäre besser, wenn ich ihn nicht unnötig belasten würde. Ich sollte von ihm ablassen. Oh, okay, da kann ich aber noch weitersprechen. Cool. Pio, ich bin wirklich erleichtert, dass es Fuyuhiko gut geht. Du hast ihn hier zuerst gefunden, richtig? Ja. Ich habe mir das Krankenhaus angeschaut, als Monokuma mich auf einmal angesprochen hat. Er meinte, er würde mir zeigen, wo Fuyuhiko ist, unter der Bedingung, dass ich ihn streicheln würde. Ist das sexuelle Belästigung? Also ich weiß ja nicht so recht. Ob ich von der Ärztin gestreichelt werden wollen würde. So. Chiaki, mein Schätzchen. Das nenne ich einen würdigen Abschluss, um zu schlafen. Ich gehe dann mal zurück. Holy shit, ich muss gehen. Oh Gott. Oh, Chiaki, du bist so unfair. Wegen dir musste ich jetzt gehen, obwohl ich nicht mal müde bin. Ja, okay, ich bin schon müde, aber nicht so müde. Bin normal müde. Ich bin müde, so müde wie immer. Ich komme mit. Das ganze Laufen war anstrengend. Sleepy. Ja, lass uns nach Hause. Okay. Und schlafen. Ist sie echt im Stehen eingeschlafen? Schon wieder? System. Laden. Kapitel 3. Yes. Fortfahren. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Hallo Ibuki. I see, I see. Bekos letzten Wunsch hat Fuyuhiko also geerbt. Ist es echt romantisch und traurig? Es ist echt romantisch und traurig. Hoppala. Ich werde Herz und Leib in einen Song stecken, der genauso eine Ambivalenz verkörpern kann. Wenn du jetzt anfängst zu singen, wird Mikan dir eine verpassen. Aber ich will singen. Hast du was gesagt? Jetzt sprichst du zu leise. Was auch immer, ich sollte sie in Ruhe lassen. System. Laden. Kapitel 3. Ja. Fortfahren, ja. So, jetzt haben wir nur noch Hyoko und dann haben wir noch Kazuichi Soda. Sie hört nicht auf, Fuyuhiko böse anzustarren. Ich sollte sie besser in Ruhe lassen, bevor irgendwas wieder ausartet. Kazuichi! Maybe. Es ist bestimmt nicht wahr, aber sind die beiden in irgendeiner intimen Beziehung? Nö. Eine intime Beziehung, das ist eine Beschreibung, die ich nicht von dir erwartet hätte. Aber hast du es nicht gehört? Akane wollte von Nekomaru unbedingt etwas. Ihre Stimme,
die triefte vor Sexlust. Je mehr er darüber spricht, desto ekliger wird er. Was ist daran eklig, Hajime? Also so eine sexlustige Stimme? Ah. Yeah, ich bin der notgeile Let's Player. Ich sollte meinen Channel umbenennen in Notgeil LP. Mache ich natürlich nicht. War jetzt nur ein Scherz. Aber ihnen einfach so zu folgen ist gruselig. Wenn ich aufliege, dann schlafe ich bald bei den Fischen. Tja, wenn ich doch nur mutiger wäre. Ey, Kazuichi, die es nicht versuchen, werden es nicht schaffen. Wow! Das war ein Zitat, das ich in einem Manga gelesen habe. Irgendwie habe ich mich gerade daran erinnert. Was für ein inspirierendes Zitat! Wie bitte? Alright. Hajime, meine Augen wurden geöffnet. Dank dir. Alles klar, lass uns ihnen folgen. Ich auch? Verdammt, ich hätte meine große Klappe halten sollen. Wir werden unsere Träume erfüllen. Wenn dein Traum ist, Akane nackt zu sehen, dann ist das auch mein Traum. Wenn dein Traum ist, Nekomaru und Akane zusammen zu sehen in einer etwas anderen Situation, dann möchte ich es bitte nicht sehen. Ja, ja. Kazuichi schleppte mich hinter ihm her. Als wir das Krankenhaus verlassen haben. Er meint es ernst. Das ist nicht gut. Alright. Alles klar. Mein Traum kann endlich in Erfüllung gehen. Bist du dumm? Wenn du weiterhin so rumschreist, fliegen wir auf. Kein Problem. Sie sind schon in der Hütte. Sobald sie damit anfangen, können sie uns bestimmt nicht mehr hören. Also, mein Freund, lass uns dahin gehen und sie unter die Lupe nehmen. Ich hätte ernsthaft meine Fresse halten sollen. Mich mit ihm zusammenzutun war ein Fehler. Und Hajime, kannst du was sehen? Nein. Aber wenn wir weiterhin reinklotzen, kriegen sie uns bestimmt. Das ist jetzt bestimmt irgendwie so ein Special-Gewichthebetraining, das sie voll geil macht oder so. Was zum... War das gerade Akanes Stimme? Hey, hey! Warte, warte! Was zur Hölle war das? Das war eine Frauenstimme und eine heiße noch dazu. Könnten sie wirklich... Come on. Come on. Es war so klar, dass es eine Massage ist. Es war so klar und ich habe mir so viel erhofft. Hä? Hallo? Thumbnail? Ich will ein Thumbnail machen. Kuh! Es geht nicht. Warum? My body just can't. Ich kann kein Thumbnail machen. Anymore. There's only one ultimate masseuse, and that's me, Nekomaru Nida! Will er nichts sagen, aber Nekomarus Hand ist gleich groß wie Akanes Kopf. I'll need every pressure point throughout your body, and I'll help you see a brand new world. I'll blow away your fatigue! How about it? You just can't live without it anymore, huh? Hey, Hajime. Seine Träume zu verfolgen ist schwierig, oder?
Bei wem ist es nicht schwierig? Aber ich weiß gar nicht, was mein Traum ist. Hast du nicht gerade gesagt, dass dein Traum in Erfüllung gehen würde? Wow. Ich meine, das wollte ich schon immer mal sagen. Von all den Redewendungen ist die am coolsten. Also wenn wir so über Träume sprechen, dann hätte ich bitte gerne ganz viel Geld, ohne zu arbeiten. Am liebsten würde ich mein Leben mit YouTube finanzieren. Das ist aber nur ein Wunschtraum und nicht das, was ich mit YouTube wirklich vorhabe, denn ich Let's Play eigentlich nur, weil es mir Spaß macht. Aber ich würde schon sagen, ich würde nicht Nein dazu sagen, wa? Wenn ich mir mein Leben mit YouTube finanzieren könnte. Weil at the moment ist es ein bisschen schwer für mich, weil halt mein Rechner so leistungsschwach ist, dass ich in den meisten Games erstens mein FaceRig-Mannequin hier nicht benutzen kann und zweitens die Games. Ich kann echt kein einziges Game außer Raft jetzt eventuell und das hier und so ein paar andere, die schon uralt sind, auf höchster Grafik spielen. Und ja. Verdammt, letzten Endes war das alles eine reine Zeitverschwendung. Nein, du hast Möpse gesehen, Hajime. Du hast zwar ans Bett gedrückte Möpse gesehen, aber es waren Möpse. Pralle. Möpse. Ohne Spaß. Wenn die YouTube-Richtlinien nicht so schlimm wären, dann würde ich die Hentai-Games, die ich at the moment spiele, sogar alle Let's Playen. Aber das geht ja leider nicht. Ich ging in meine Hütte und habe versucht, all das zu vergessen. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf, ohne es zu bemerken. What are you thinking? Was du bewunderst, Superhelden? Verstehst du nicht, wer Superhelden wirklich sind? Superhelden gibt es, damit sie Menschen von ihren Hoffnungen und Träumen wegreißen. Sie greifen sie in Gruppen an, weil sie selbst keine Freunde haben. Sie haben alle keine Geduld und finden sich ganz toll, wenn sie das Leben einer Person zerstören. Sie hauen ab, sobald die anderen zurückgeschlagen. Sie machen einen auf cool, wenn sie Hilfe kriegen. Sie wollen eine Person mit Schusswaffe umbringen, selbst wenn man wehrlos ist. Sie sind immer die Gewinner, also müssen sie sich keine Sorgen um die Verlierer machen. Und wie kann ich ihre kitschigen Kostüme vergessen? Wenn ich das alles nochmal zusammenfasse, Superhelden sind dumme, gewalttätige Tyrannen. Emergency! Emergency! Du willst so welche Typen wirklich bewundern? Nö, ich bewundere eigentlich nicht Superhelden. Außer in mir My Hero Academia, einfach weil es ein cooler Anime ist. Aber da geht's mir eher weniger um die Superhelden. Ahem! Hope Speak Academy School Trip Executive Committee has an announcement to make. Good morning, everyone! Looks like today is gonna be another perfect tropical day! Now then, let's show some enthusiasm and make sure to give it our all today! Dann Kazuichi habe ich kaum ein Auge zukriegen können. Mein Kopf bucht gefühlt immer noch. Nichts, was ich tun könnte. Ich sollte stattdessen zum Restaurant. Ich sollte zum Restaurant gehen. Und dort einen Happen essen. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ja, geh weg! Ich kann hier nicht über den Zaun springen! Ich hab's versucht. Ich komme nicht von hier weg.
Ich sehe sie einfach nicht, ne? So und so. Holy shit! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Okay, hi, Mikan. Guten Morgen, Mikan. Hallo. Hajime, guten Morgen. Wir treffen uns gleich alle im Restaurant, richtig? Ja, ich wollte gerade dahin. Gut, ich war gerade kurz im Krankenhaus und habe Fuyuhiko nachgesehen. Ich bin doch nicht zu spät. Oh, da ist jemand heute Morgen fleißig. Nicht wirklich. Ich will einfach nur dort helfen, wo ich kann. Wie geht's, Fuyuhiko? Nein, warte. Das kannst du uns gleich allen im Restaurant sagen. Ich verstehe. Ich gehe vor. Ich schätze, ich sollte auch gehen. Gundam, hi. Dass du mich begrüßt. Ich bewundere deine selbstlose Bemühung, Sklave. Ich bin sein Sklave? Er braucht seinen Kaffee. How pitiful. Apropos Sklave. Sklaven. Beko war eine Närrin. Fine. Ich verstehe ihren Wunsch, immer ihren Herren als Werkzeug zu dienen. Aber sich zu objektifizieren ist fragwürdig. Meine vier Dark Divas, oder Devas, der Zerstörung, sind Werter. Werkzeuge noch Sklaven. Weder Werkzeuge noch Sklaven. Let's go, Jumpy, Magazi, Sandy, Champy! Sie sind gesunde Untertanen und Freunde, mit deren Treue ich selbst das Militär in die Knie zwinge. Manchmal geraten unsere Ideale und Gefühle in Konflikt. Aber das stärkt nur unsere Verbindung. Eine Verbindung, mit der wir höhere Höhen erreichen. Deswegen werde ich eines Tages zum Oberherrscher des Fimbulwinders. Diese Welt wird für ewig eingefroren. Stay back. Wie ich mir dachte, sind meine Ziele eines mickrigen Menschen nicht würdig. Freunde? Was? Das, was er gesagt hat, ist wahr. Freunde zu haben ist wichtig. Aber wie er es gesagt hat, das gefällt mir gar nicht. Yo, Nekomaru. Your voice is too soft. Deine Stimme ist immer noch zu sanft. Du musst aus deinem Bauch kommen. Gott, muss er immer so laut sein? Guten Morgen! Alles klar. Jetzt konnte ich dich hören. Oh. Oh. Hat Ding da jetzt gerade so rumgebrüllt? Also Hajime? Ah, okay. Guten Morgen! Muss ich natürlich auch richtig schreiben, wa? Vielleicht war es sogar laut genug, dass selbst Mahiro und Beko deine Stimme hören konnten. Ich bin mir sicher, dass sie es gehört haben. Ich bin nur ein Coach. Deswegen weiß ich nicht viel über die Kunst. Aber nachdem ich Mahiros Fotos zum ersten Mal gesehen habe, war mein vulgäres Herz wirklich erschüttert. So welche schönen Momente sehe ich selten. Es ist eine Schande, was Mahiro zugestoßen ist, aber ich werde ihre Kunst niemals vergessen. Ja, ich auch nicht. Der ist noch... Alle sind weg außer er. Hast du noch was zu sagen? Ich werde nicht vergessen, was du mir beigebracht hast, Mahiro.
Okay, dann muss da jetzt erstmal QQ machen. Dann mach mal QQ da hinten. QQ! Hallo Ibuki. Was ist los? Ich will sie hören. Hä? Emergency! Ich will mir die Songs von meinem Lieblingskünstlern anhören. Es gibt hier keine Fernseher, keine Radios. Ich sterbe, wenn ich mir keine Musik anhören kann. Gibt es im Supermarkt nicht CDs? This is going nowhere. Ja, aber sie sind nur Opernstücke oder Mainstream. In diesem Moment tauchen auf der ganzen Welt neue Alben auf und ich stecke hier fest. Mann, wenn jemand doch nur eine CD für mich hätte. Eine CD. Ich wünschte, ich hätte eine für sie. Die finden wir bestimmt noch. Also, ich weiß ja nicht, wo ich hingucken soll, ne? Aber, ich spreche dann mal mit deinem Gesicht. Yo! Yo, Hajime! Hey, guten Morgen. Hey! Oh, du siehst besser aus als sonst. Die anderen auch. Was ist los? Fuyuhiko ist sicher. Vermutlich deswegen. Ich weiß nicht warum, aber heute kann ich bestimmt die doppelte Ladung essen. Wenn wir schon davon sprechen, warum essen wir nicht endlich? Triff mich gefälligst im Restaurant und werde nicht auf dich... Obwohl es Akane bestimmt nicht aufgefallen ist, ist sie auch sehr glücklich. Ja, die hat auch gestern eine richtig geile Massage von QQ da hinten bekommen. Jeez. Ich finde es blöd, jeden Morgen euch sehen zu müssen. Ich muss etwas im Supermarkt finden, also vielleicht komme ich heute nicht mit. Finden, was musst du finden? Schon gut, ich werde nur nach einer Kamera schauen. So welche gibt es bestimmt dort. Jeez. Gott, wie nervig. Alles ist scheiße. Warum steht QQ da hinten noch? Wir haben uns geschworen, zusammenzuarbeiten, liebe Gemeinde. Warum hören wir nicht damit auf? Warum? Wir müssen zusammenhalten. QQ... QQ, komm mal ins Restaurant, QQ. Ich werde nicht vergessen, was du mir beigebracht hast, mein Hero. QQ. Okay, dann halt nicht. Chiaki, mein Schatz. Guten Morgen. Was ist passiert? Du hörst dich wirklich unglücklich an. Kazuichi spielt an dem Automaten da hinten. Du kannst doch mitspielen. Lieber nicht. Vorhin habe ich eine Partie mit ihm gespielt. Ich habe mein Bestes gegeben und ich habe gewonnen. Aber er wurde sauer auf mich und meinte, so ernst zu spielen wäre kindisch. Kazuichi, ich frage mich, wer hier mehr kindisch ist. Yo! Yo, Hajime, wie geht's? Du spielst was? Es ist selten, dich so zu sehen. Ja, aber Chiaki mag das Spiel, also wollte ich ein bisschen mitmachen. Sie ließ mich ein bisschen spielen. Hey! Aber es ist nicht mein Spielautomat, warum brauchst du meine Genehmigung? Yo. Das mag sein, aber du bist wie die Königin der Spielautomaten. You think so? Wirklich? You serious? Das ist dir nicht aufgefallen? Aber nachdem ich in der Runde gerade verloren habe, will ich irgendwann eine Revanche. Nope. Das wird nicht notwendig sein. Was hast du gesagt? Soll ich etwa ein Verlierer bleiben?
Dann lass mich dir eines sagen. Und ich wette, du wirst erstaunt sein. Du willst es doch wissen, oder? Oder? Sag es doch endlich. Was meinst du? Right. Hör zu und schnall dich an. Auf der Wüsteninsel gibt es eine Einkaufsmeile mit elektrischen Geräten, ja? Rate mal, ich habe eine tragbare Spielkonsole in dem ganzen Müll gefunden. Ernsthaft? Sprichst du die Wahrheit? Na, was habe ich dir gesagt? Du hast den Köder geschluckt. Hm. Aber sie ist kaputt. Oh, wie dumm. Hey, hey, hey! Hallo? Würdest du mal warten? Wer denkst du, wer ich bin? Ich kann sie es dir sofort reparieren. Und sobald es fertig ist, gehört die Konsole dir. Hm. Ich werde auf dich warten, aber ich weiß nicht recht. Hey, 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 hey! Freu dich drauf, sonst werde ich traurig. Warte nur ab, ich werde die Spielekonsole fixen und dich dazu bringen, Tränen zu weinen. Ist seine Absicht nicht etwas fehlgeleitet? I don't know. Jedenfalls danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Danganronpa 2. Goodbye, Despair wieder ein. Ciao.